Yes, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und wie ihr es sehen könnt hier am Bild und auch schon am Titel erkennen konntet, ich habe mal wieder was geschickt bekommen und zwar von Panini. Trading Cards sind angekommen, NBA Hoops Serie von der aktuellen Saison 2019-2020. Und zwar geht es um 24 Packs, die in dieser Box drin sind, die wir jetzt zusammen breaken werden. Die ersten 12 Packs gibt es in diesem Video. Und die anderen 12 im Video Nummer 2. Ich probiere das mal hier so elegant wie möglich aufzumachen. Es sind 2 Autogrammkarten in dem ganzen Pack. Und natürlich ist Zion vorne drauf. Und Zion-Karten sehr beliebt. Jetzt weiß ich gar nicht, ich will nichts falsch machen. Das sieht irgendwie so perforiert aus, als würde man den Kollegen hier rausholen können. Aber sieht da... sind die Babys. Ich hole mal die ersten 12 Packs raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Die 12 gibt es jetzt. Die anderen 12 behalten wir uns für Video 2. Und in altbekannter Manier werde ich die interessanten Karten hier links hinlegen und die Karten, die für mich mehr Standard sind, auf die rechte Seite. Und dann gucken wir einfach mal. Ich muss sagen, dass ich dabei nicht auf den Wert gehe oder auf den potenziellen Wert, sondern die Karten, die für mich interessant sind, die hierhin kommen, sind entweder spezielle Karten oder eben Karten von Spielern, die ich feiere. Spezielle Karten im Sinne von Look. Zum Beispiel, hier haben wir direkt Alonzo Trier, den ich feiere. Ich konnte ihn schon live sehen bei einem der Europe Games. Deswegen gefällt er mir als Spieler und kommt hierhin. Donovan Mitchell, auch ein nicer Spieler. Aber wenn ich jetzt anfange, alle nicen Spieler, weil ich viele feiere, hier hinzulegen, dann wird der Stapel genauso groß wie der andere. Terrence Ross, okay. Patrick Beverley, manche lieben ihn, manche hassen ihn. Bei mir ist es so ein Mittelding, würde ich sagen. Deswegen kommt er auch hierhin. Grant Williams, die Karte scheint ein bisschen anders zu sein, aber jetzt auch nicht so besonders, deswegen kommt die auf diesen Stapel. Und jetzt haben wir hier schon die erste besondere Karte und zwar den sogenannten Backstage Pass von Chris Paul. Und da mir die Karte gut gefällt, die eine Sonderedition ist und Chris Paul auch ein Spieler ist, der mir ganz gut gefällt, obwohl das Motiv jetzt nicht so mich anspricht, weil er da einfach nur sitzt im Warm-Up-Suit, kommt er trotzdem dahin. D'Angelo Russell, Lefty-Kollege von mir, Wesley Matthews. Das war das erste Pack schon und ihr habt einen Eindruck, wie das hier vonstatten geht, wenn ihr noch kein Boxing-Break-Video von mir gesehen habt. Derrick Jones Jr., wir machen das hier relativ flott, weil die Videos eh schon lang genug gehen. A. Wiggins hat sich leider nicht so entwickelt, wie viele ihm das prophezeit haben, war vielleicht doch ein bisschen zu groß der Druck, trotzdem noch ein nicer Spieler. Anthony Davis, das ist eher so eine Oldschool-Karte, so kannte ich die früher vom Kartensammeln. Die Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind, wissen, was ich meine. Vom Look her ist die Karte einfach ein bisschen mehr Oldschool. Auch ein nicer Spieler, aber jetzt nicht einer meiner Ultra-Favoriten. Aha, besondere Karte. Und im letzten Jahr waren die Rookie-Karten natürlich hoch begehrt von Luka Doncic, aber Courtside Luka Doncic mit einem geilen Motiv, besondere Karte, die kommt definitiv hier auf meinen linken favorisierten Stapel, weil die auch eventuell was wert sein könnte, aber das ist kein Grund für mich, die hier hinzulegen, einfach eine geile Karte, die ich feiere. Kevin Love, nochmal AD und Nikola Jokic, der jetzt abgespeckt hat, der um einiges dünner aussieht als noch auf dieser Karte mit einem Foto vom letzten Jahr. Außerdem muss ich euch wissen lassen, dass mein Akkustand hier nur noch in der letzten Ecke ist. Also wenn das Video irgendwann komisch gecuttet und gesplittet ist, wisst ihr warum. Bogdan Bogdanovic, Standardkarte, Mitchell Robinson, Keldon Johnson, nice Karte, schönes Motiv. Sieht ein bisschen nach einem Jelly Layup aus, aber jetzt auch nicht so special. Gerald Brantley, Malik Monk. Und da kommt eine nice Karte. Spark Plugs. Ben Simmons, bin ich jetzt weder Fan noch irgendwie ein Hater von vom Spieler an sich, aber die Karte gefällt mir. Ihr könnt das Hologramm hier erkennen. Ja, mit dem Gesicht nochmal. Das ist einfach eine nice Karte.
Ja, gefällt mir richtig gut. Und obwohl ich jetzt Ben Simmons nicht megamäßig feiere, kommt die auf den Stapel. Alan Crabb und Andre Iguodala, normale Karten. Und so war es das. Zweite Pack, glaube ich. Ihr seht, wir haben noch 6 vor uns. Wenn ich die Akkuanzeige anschaue, dann treibt mich das ein bisschen dazu, hier mich ein bisschen zu beeilen. Aber trotzdem ist es auf jeden Fall spannend. Der gute Fred Van Vliet, der Fredhelm, Markel Fultz, Trevor Ariza. Wer bist du denn? Okay, Goga Bitadze, der hört sich nach einem Georgier an. Wo kommt der her? Pacers. Polish Players in this class. Komme ich leider kurz nicht dahinter für euch. Dann gibt es eine Throwback-Karte. Also auch nochmal, ja, Oldschool Art, Oldschool Spieler. Und Larry the Legend kommt natürlich dahin. Und dann einer meiner Lieblingsscorer auf jeden Fall. CJ McCollum, eine nice Karte. Road to the Finals, eine Playoff-Karte. Ja, Round 1, Game 4, 111 zu 98. Und diese Karte ist auch limitiert. Da könnt ihr diese eingestanzte Nummer sehen. 1850 von 2019 Karten. Okay, da gibt es viele von. Also ist die schon mal nicht viel wert, weil es nicht so viele gibt. Aber trotzdem eine nice Karte. Michael Gilchrist und der DS Young. Okay. Freunde, dieses Akkusymbol hier macht mich echt nervös. Jetzt kriege ich feuchte Hände hier beim Auspacken. Weil so ein Schnitt mit einem Video ist nicht das Schönste für euch, aber vielleicht geht es nicht anders. Tyler Johnson, mein Lefty-Kamerad. Ist der gute Josh Okogie nicht auch? Jetzt will ich nichts Falsches sagen. Minnesota. Nur Timberwolves. Ich dachte, der hätte schon einen Verein vorher gesehen. Normale Karte, Kyle Anderson, normale Karte, Spencer Dinwiddie, John Hansen, wir gehen die einfach mal durch. Steph Curry, nicer Spieler, aber auch eine normale Karte, jetzt nicht das Übermotiv, die kommen erstmal hier hin. Was nicht heißt, dass ich die Karten jetzt nicht feiere, die ich rechts hinlege, aber trotzdem muss man ja selektieren nach Karten, die man besonders im Auge behalten will und normalen Karten wie den ja, normalen Dennis Smith Jr. nach den normalen Serien einfach. Wenn ich mich nicht irre, genau. Der erste Japaner in der NBA, Hachimura. First born Japanese player taken in the first round. Bei den Wizards der Kollege. KD schon mit einem Throwback, mit einer Tribute-Karte. Ja, also schon... Auch, ja, mittlerweile ein Veteran, der gute KD. Feiere ich als Spieler, aber die Karte war mir nicht besonders genug. Justin Wright, Landry Shamet, nochmal was Besonderes, aber nicht besonders genug. Und Robin Lopez. Ich bin ja auf die eine Autogrammkarte, beziehungsweise auf beide gespannt. Mal gucken, ob die jetzt in den ersten 8 Packs sind oder in den zweiten folgen werden. Josh Jackson, normale Karte. Ersan Ilyasova, Buddy Hield, der Sekou, Robert Carving. Was haben wir da? Action Shots von Paul George. Clippers 13, auch ein bisschen Hologramm-Style dabei. Ist eine nice Karte und Paul George gefällt mir auch als Spieler ganz gut. Deswegen kommt die definitiv hier auf den linken Stapel. Kai Kuzma und Jamal Murray. Jamal Murray, wilder Scorer. Macht auf jeden Fall Spaß, dem Jungen zuzugucken. Und ja, geiler Spieler. Feier ich. Wen haben wir hier? Der gute Frank. Von dem hätte ich mir irgendwie auch ein bisschen mehr erhofft in seinem zweiten Jahr. Aber ja, trotzdem immer noch ein sehr hohes Potenzial, finde ich. Der Franzose spielt eine Killer-Defense. Pascal Siakam. Admiral Schofield, okay. NBA City, James Harden, gefällt mir gut, die Karte. Harden auch ein ja, kreativer Spieler, vor allem natürlich im One-on-One durch seine Stepbacks und
Arbeit in der Grauzone der Regeln bekannt. Aber ich feiere das, wie er alles bis ins Unermessliche ausreizt und Gegner und euch Fans damit in den Wahnsinn treibt mit seinem Genie. Das gefällt mir gut, deswegen kam der Harden nach links. Und jetzt haben wir noch 4 Packs, Halbzeit sozusagen. Evan Fournier, ein nicer Spieler, mag ich auch sehr gerne. Julius Erving muss nach links kommen, die Legende. Okay, Murray Carroll, Zero Gravity, Anthony Davis. Irgendwie sind viele AD-Karten dabei für alle AD-Fans. Zero Gravity gefällt mir auch gut. Allein wegen der Oldschool-Wolken im Hintergrund. Also die erste AD-Karte, die nach links geht. Und die letzten 3 Packs. Na, wo bleibt das erste Autogramm? Ich glaube, das kommt gleich. Isaiah Thomas. Nicer Spieler, Lefty natürlich. Ich konnte ihn auch live sehen mal. Nicer Spieler einfach. George Dieng aus den UK. Colin Stein. RJ Barrett, Old School. Sekou Doumbé, we got next. So ein bisschen. Was ist das nochmal für ein. Von He Got Game ist das der Style, ne? Die Karte ist eigentlich ganz geil. Die kommt nach links. Der Style gefällt mir. Thornmaker. Und Taurean Prince habe ich zu meiner Zeit, als ich die 2 Wochen in Atlanta war, auch live miterleben können im Training und während der Games. Nicer Typ auf jeden Fall, Taurean Prince. Und da sehe ich schon einen Namen für meine ganzen LeBron-Fans. Ja, auf jeden Fall eine LeBron-Karte als letztes. Aber wir wollen den 3 nachgehen. Bradley Beal, auch einer meiner Favorite Scorer im Game. Ganz breit aufgestellt in seinem Game. DeAndre Ayton. Jackson Hayes, Anthony Simmons, High Voltage, Patrick Beverley hatten wir eben schon mal, der Hustler, und das ist auch eine geile Karte, High Voltage, ich glaube, das beschreibt sein Game ganz gut, der ist immer auf 200, der Junge, vor allem mit seiner Intensität in der Defense, geile Karte, kommt nach links, Victor Oladipo, und LeBron James, aber die Karte ist mehr Standard, und die mich kennen, wissen, ich feiere James zwar, aber bin jetzt nicht der Über-Fanboy von ihm, deswegen kommt die Karte nach rechts. Letztes Pack, immer noch kein Autogramm gezogen. Ihr dürft also gespannt sein. Nerlens Noel, Marvin, Bagley, Jane McDaniels, J.R. Smith, Romeo Langford, nice Karte, aber irgendwie doch nicht nice genug. Blake Griffin mit so einem Hologramm, der mittlerweile auch ein bisschen die Tage kommende Boy, gefällt mir sehr gut, kommt nach links. Dwight Powell und Kevin Huerta, den ich auch sehr feiere. Aber das waren die ersten 8 Packs. Ich stelle sie euch nochmal kurz vor. Meine rausgepickten Karten, die mir überaus gut gefallen von diesen ersten 8 Packs. Und zwar haben wir Blake Griffin. Wir haben Patrick Beverley mit High Voltage, was sein Game, glaube ich, ganz gut beschreibt. Wir haben Sekou Doumbouya, oder meine afrikanischen Freunde, sagen mir mal, wie man das richtig pronounced. Anthony Davis mit dem Zero Gravity Special. Julius Erving natürlich, Legende, Classic. James Harden mit einer nicen Karte, NBA City. Paul George. Dann CJ McCollum, Playoff Edition. Larry Bird, The Legend. Dann mit die niceste Karte, wegen dieses kleinen Porträts hier im Hologramm. Das ist eine nice Karte. Und auch wenn es Ben Simmons ist, feiere ich die. Luka Doncic, Bombenkarte. Mit die beste von den ersten 8 Packs, finde ich. Und wahrscheinlich auch mit einer, die am meisten Wert hat. Chris Paul und Alonso Trier ist die einzige normale. Und wisst ihr was? Die kommt doch dahin. Also, ihr habt die Karten gesehen. Kommentiert mal fleißig, welche ihr am meisten feiert, welche Karten, wenn ihr mit mir tauschen wollt. Wenn ihr Interesse an irgendeiner dieser Karten habt, macht mir wilde Tauschvorschläge in den Kommentaren. Und die Experten unter euch, welche Karte hat am meisten Wert? Ist es eine von meinen gepickten hier, die mir am besten gefallen, oder eine vom normalen Stapel? Ich bin gespannt von euch zu hören. Part 2 kommt bald und dann sind auch in dieser Packung noch die beiden Autogrammkarten. Also seid gespannt.